Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Horizon Forbidden West Burning Shoes, Shores. Letztes Mal hatten wir einen epischen Kampf mit den Horus. Ich bin gespannt, wie sie es diese Folge noch toppen wollen. Das wird der Kampf mit Londra halt sein. So, da kann ich hoch. Alles okay da drin? Das hab ich nur zufällig was entdeckt. Bei dir? Londra hat ein paar Mal angegriffen. Da muss ich doch jetzt bestimmt raus, ne? Kann ich mich da irgendwie... Nur noch eine Weile durch. Ich muss halt aufpassen. Da kann man hoch. Okay. Ein Fehltritt und ich bin unten in der Lava. Oder? Da ist auch Lava. Oder Feuer. Lava, Feuer, beide das Gleiche. Auf jeden Fall sterbe ich. Ich glaube, hier komme ich nach vorne. Okay. Ach so. Spring dahin. Ich habe erst die falsche Richtung gedrückt. Es macht ein bisschen Schaden, aber es ist in Ordnung. Es hält sich in Grenzen. So, wo ist hier was zum Festhalten? Wie komme ich da rüber? Indem ich auf die andere Seite springe. Ich muss sagen, ohne den Spielhinweis wäre ich darauf nicht gekommen. So! So, ein bisschen Heilung. Ja, jetzt kriege ich ein bisschen Heilung, das ist gut. Der Horus-Kampf hat einiges in Mitleidenschaft gezogen. Ich will nicht gedrückt werden. Ich auch nicht. Komm, schnell, schnell, schnell. Okay, das ist eine Sackgasse. Ich muss die Zylinder nochmal fluten. Das ist egal. Der Horus ist jetzt Richtung Küste unterwegs. Ich bin gleich bei Londra. Halt dich bereit. Oh, da ist er. Ja, du. Höchst unwillkommen. Das interessiert mich einen Scheißdreck. Da braucht es schon mehr. Okay, wie kann ich dich verletzen? Lass mich raten, ich muss dich kappen. Gefällt dir nicht, was? Okay, ziehe weiter auf die Anschlüsse. Was glaubst du, was du da machst? Ich mach deine Maschine kaputt. So. Es reicht mir jetzt mit dir. Von hier aus. Da ist noch einer. Nee, das ist was anderes. Verteiler, könnt ihr den Strom abschalten? Wo? Da. Noch nicht ganz. Ich muss den anderen treffen. Ah, da ist noch einer. Und zack! Fällt dir nicht, ne? Ich muss die Stromversorgung anders kappen. Ah, da oben leuchtet was. Klappt nicht. Es war für einen kurzen Moment angreifbar. Ich hab's verkackt. Hör auf rum zu tanzen. Ah, okay. Londra muss den Schild runternehmen, wenn er angreift. Das klappt nicht. Okay. Dann machen wir mehr Schaden. Verfolgt. Ah! Du bist tot. So. Gehen die mit einem Schuss down? Auch von meinem normalen Fall?
ich sammle mal, wenn ich die Chance habe, ein paar Pilze ein. Auf, jojojoj. Ja, die gehen mit einem Schuss down, okay. Ah, scheiße, das hat wehgetan. Das glaube ich nicht. Du hast keine Chance. Eine neue Welt wartet, in der ich angehimmelt werde. Wovon träumst du sonst noch? Ist Nemesis deinen Planeten in Stücke reißt? Wie du meinst. Also hör mal auf mit diesem Gespämme hier! So, jetzt macht das Schutzschild mal endlich weg! Noch eine! Ja, das... Das ganze Ding brennt! Du musst da raus! Keine Chance! Hast geschafft! Ein Zylinder fehlt noch! Dann komm ich! Du gehst mit mir unter! Hoppala! Nein, daneben! Nein! Ich bin auch unter Stress, ne? Muss man sagen. Ich muss die ganze Zeit hier ausweichen und darauf achten, wann er sein Schutzschild runternimmt. Und dann auch noch mit Pfeil und Bogen treffen. Jawohl! Das war's. Jetzt zu meinem Speer. Dieses Monster endgültig ausschalten. Du musst wirklich alles kaputt machen, was? Ja. Teufel, ist das eine Zecke in seinen Kopf gewesen? Ich bin im Kopf von dem Ding. Ich muss schnell raus. Bin unterwegs. Verdammt. Oh. Komm schon. Festhalten. Geschafft! Was alle in der Siedlung wohl über das denken, was gerade passiert ist. Zu sehen, wie ein Metallteufel sich von den Toten erhebt. Du solltest dich beim Admiral melden und es rausfinden. Geh schon, ist okay. Ich komm nach. Lass mich nicht so lange warten. Okay. Silence, das war's. Laundras tot. Hervorragend. Ich schätze, er hat sich gewehrt. Ein bisschen! Ja, das kann man so sagen. Er hatte einen Horus. Wirklich? War sicher nicht einfach, ihn zu besiegen. Selbst für dich. Ich hatte Hilfe von einer der Quen. Und ich sende dir ein paar Daten von Laundras Implantat. Schau, was du rausfindest.
Londras persönliche Protokolle dürften faszinierend sein. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ohne okay. Londra könnte ich mich ein bisschen an den brennenden Küsten umsehen. Oder ich könnte nach Flottenende und mich mit Seika treffen. Ja, dann machen wir das. Quest scheint ja noch nicht zu Ende zu sein. So, wo ist sie jetzt genau? Was? Das wurde mir eben noch angezeigt. What? Bestimmt beim Flottenadmiral. Kam ich da noch mal am besten hin? Hier hoch, ne? Jo, das sieht gut aus. Ich habe vielleicht das perfekte Outfit für dich. Ja, und da ist sie. Aloy, als wir den Metallteufel aus den Hügeln aufsteigen sahen, war es, als wäre die Zeit der Asche zurück. Dass ihr beide ihn allein besiegen konntet, ist fast unvorstellbar. Und das ist für mich noch nicht einmal eure wichtigste Leistung. Danke, dass ihr unsere Brüder und Schwestern zurückgebracht habt. Ich kann nichts weiter sagen als... Wir stehen in eurer Schuld. Alles, worum ich bitte, ist, dass du meiner Freundin die verdiente Anerkennung für ihre Wagnisse gibst. Ich würde es nicht anders wünschen. Wird er dir den Fokus wegnehmen? Das habe ich mich auch gefragt. Tja, das kann er nicht. Du wirst ihn brauchen. Ich zeig dir warum. Seika, das ist Alva. Ihr beide müsst euch abstimmen und die Expedition vereinen. Peter hat mich schon informiert. Ich bin so froh, euch zu sehen. Ihr hättet den Jubel hören sollen, als ich allen hier in Landfall sagte, dass eure Hälfte der Flotte überlebt hat. Wahrsagerin Alva, es ist eine Ehre. Gleichfalls. Also, wir sprechen später über die Einzelheiten. Solltet ihr zwar jetzt nicht erstmal feiern, dass ihr einen Zenith und einen Horus besiegt habt. Macht schon. Fort mit euch. Ja, ehrlich gesagt bin ich ziemlich schlecht im Feiern. Ich weiß nicht, wie das geht. Also, ich bin Seefahrerin. Da fängt man mit Alkohol an. Ich glaube, wir haben Bilgenlohr. Die wird aus allem destilliert, was an Schiffsvorräten noch nicht verdorben ist. Oh, das klingt ja verlockend. Ja, ist nichts für Anfänger. Also kommst du diesmal so davon. Okay. Aber ich wollte über etwas mit dir sprechen. Triff mich dort, wo wir uns zum ersten Mal getroffen haben. Okay? Okay. Wir sehen uns dort. Okay. So, ist das weit von hier? Seika will also reden. Das ist gut. Ich weiß, ich muss bald weiter. Aber ich bin noch nicht bereit, mich von ihr zu verabschieden. Bevor ich sie finde, sollte ich vielleicht bei der Siedlung mal nach ihrer Schwester sehen, wie es ihr so geht. Ja, wo ist sie denn? Sprich mit Kina. Das wird mir doch bestimmt in der Karte hier angezeigt. Da. Kina, ich bin Aloy. Wir wurden bisher nicht richtig vorgestellt. Natürlich. Seika hat mir erzählt, was du getan hast, um mich zurückzubringen. Du musst mich für eine Idiotin halten. Nein. Ich gehe alles immer wieder in meinem Kopf durch und ich kann nicht verstehen, wie ich mich so irren konnte.
Als Walter uns erschien, wirkte er wirklich göttlich. Er hatte lange Erfahrung darin, Menschen zu manipulieren. Jahrhunderte, meine ich. Er versprach eine neue Welt mit mir an seiner Seite. Dabei war alles gelogen. Und ich glaubte es. Hey, du hast viel durchgemacht. Du wirst sicher einige Zeit brauchen, um das zu verarbeiten. Nur denk einfach dran, dass Seika auch viel durchgemacht hat, okay? Sie hat für dich das Exil riskiert. Sogar ihr Leben. Und ich ließ sie im Stich. Wer weiß, ob sie mir je vergeben kann. Wird sie. Aber du musst vielleicht ein bisschen dafür arbeiten. Ich werde mir Mühe geben. Viel Glück, Hina. Ja, okay, sie scheint wieder normal zu sein. Das ist ja die Hauptsache. So, und wo ist Seika? Oh, das ist weit weg. Das porten wir uns lieber. Oh, hier ist gar kein Lagerfeuer in der Nähe. Das heißt, es ist nichts mit Porten. Dann hole ich mir meinen Vogel, der nicht da ist. Doch, da. Ach so, weil ich in der Siedlung bin, kann das Vieh nicht kommen. Dann überqueren wir kurz einmal das Wasser und dann sollte es möglich sein. Komm, hol mich. Hallo? Geht doch. So. Eigentlich wäre es cool gewesen, wenn ich mit der Jolle dahin gefahren wäre. Ja? So zum Abschluss nochmal. Okay. Seika wartet am Ort unseres ersten Treffens auf mich. No. Letztes Mal. Es gibt keinen Grund, nervös zu sein. Stimmt's? Ja. Stimmt. Was soll denn passieren? Letztes Mal wurden wir von ein paar Breitschlumpfen angegriffen. Hoffentlich diesmal nicht passieren. Aber nimm mal vorsichtshalber blaue Kräuter. Dir muss es gut gehen. Hast deine Schwester wieder, deine Leute. Was hat der Star der Stunde jetzt für Pläne? Du hast doch einen Metallteufel von innen aufgerissen. Die Anerkennung gebührt auch dir. Ja, vielleicht ein bisschen. Und die Pläne? Der Admiral braucht meine Hilfe, um unsere Hälfte der Expedition mit Alva im Norden zu vereinen. Und danach weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob es mit meiner Schwester so wird wie früher. Oder mit meinen Leuten. Segelst du nicht mit ihnen zurück? Ich möchte nach Hause. Irgendwann. Aber Dinge ändern sich. Die Quen wissen nicht, was sie mit mir machen sollen. Und ich weiß nicht, wo ich hingehöre. Ich schätze, du weißt, wie das ist. Ja. Lange habe ich die Idee einer Heimat gehasst. Das war für mich der Ort, an dem ich aufwuchs, wo ich unerwünscht war. Aber in den letzten Monaten wurde mir klar, dass Heimat überhaupt kein Ort ist. Es sind eher
die Leute, bei denen ich sein will. Das gefällt mir. Und, naja, mehr und mehr denke ich, dass ich bei dir sein möchte. Und ich hatte gehofft, dass es dir auch so geht. Aha. Und wenn es so ist, weiß ich, wie man damit umgeht. Okay. Wow. Ja. Seika. Ich habe einen weiten Weg vor mir. Ich weiß. Ich muss auch einiges erledigen, aber es genügt zu wissen, was du fühlst. Ich weiß nicht, wann ich dich wiedersehe. Ich auch nicht. Aber egal, was passiert, vergiss mich einfach nicht. Okay? Niemals. Okay, das war's also. Ja, sehr, sehr schöner DLC, wie ich finde. Also, das neue Gebiet, also die brennenden Küsten, finde ich sehr, sehr cool. Es sieht super schön aus. Das ist so, daran müssen sich andere Spiele messen, wie ich finde. Also, grafisch ist das super. Inhalt gefällt mir auch gut. Umfang hätte bloß ein bisschen größer sein können. Also, wenn man vor allem das mit dem Hauptspiel vergleicht, ist das schon ein wenig kurz. Ein paar mehr Maschinen wären vielleicht auch nett gewesen. Wir hatten jetzt 4, ne? Der Wasserflügel, der Frosch, diese kleinen Drohnen und halt der Horus. Die kleinen Drohnen, die zähle ich eigentlich gar nicht. Also, da hast du 3 neue Maschinen, hätten vielleicht 1, 2 mehr sein können. Vielleicht ein paar mehr Quests, die nichts mit der Hauptquest zu tun haben. Da gab es halt 3. Die von Gilmund fand ich sehr, sehr cool. Neue Waffen und neue Ausrüstung gab es auch. Habe ich jetzt nicht getragen, weil das Outfit, was ich getragen habe, besser ist. Ein cooler Abschluss. Der DLC kostet auch nur 20 Euro, dann kann man vielleicht die Länge ein bisschen nachvollziehen. Horizon Forbidden West ist einfach ein Hammer-Hammer-Spiel. Ist bisher das beste, sage ich ganz bewusst, obwohl es Elden Ring gibt, das beste PS5-Spiel, was es gibt. Ich habe vor kurzem ja auch Forspoken auf den Kanal hier gebracht. Da ist die Diskrepanz einmal gewaltig. Also, ich habe schon Forspoken vorher nicht so gut gefunden. Aber jetzt, nachdem ich wieder Horizon Forbidden West gespielt habe, merke ich, wie schlecht es eigentlich ist. Ich will Forspoken hier gar nicht angreifen, ne? Also, Horizon ist einfach mega gut. Und daran müssen sich andere Open-World-Spiele, finde ich, messen lassen. Das kann eigentlich nur ein The Witcher, wie ich finde. Und Horizon ist eigentlich ist einfach von der Welt und so, finde ich das so geil. Ich finde dieses Setting mit den Metalldinos und so einfach so cool. Und
Es kommt ja noch ein dritter Teil irgendwann. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Der dann diese Geschichte wahrscheinlich abschließen wird. Wurde ja schon sehr, sehr doll angeteased mit Nemesis und so. Und ja, darauf freue ich mich Bombe. Und ja, DLC war super. Kann ich empfehlen, wenn ihr Horizon mögt. Also kann man sich schon mal gönnen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich verabschiede mich und bin raus. Ciao.